Die Legionen der Toten? Das nehmen wir mal mit. Außer wieder herstellen? Ja, nehmen wir auch. Lebensenergie wieder herstellen? Ja. Ein hypothetischer Verrat? Ich glaube, das haben wir schon mal. Das haben wir noch nicht gelesen. Zerstörung auf 97 Punkte! Ja, geil! Geister Dedra, das haben wir definitiv schon gelesen. Unsichtbarkeit? Nein. Ach nein. Ein paar Seelensteine. Was nehmen wir? Was haben wir hier? Normale Flaschen. Okay. Wir haben Zerstörung auf 97 Punkte. Und den 98. Punkt, den haben wir schon angefangen. Den haben wir zu 41% fertig. Hammer! Oh, ein Rubin und ein Diamant. Also wenn das so weitergeht, dann haben wir nächste Woche, nächste Aufnahme tatsächlich. Archai, der Feind. Das haben wir, glaube ich, schon zu Hause. Ja, dann haben wir nächste Aufnahme tatsächlich. Zerstörung auf 100 Punkte, das ist voll geil. Gaster Quater Quarkis. Launen der Magie haben wir auch schon gelesen. Die dunkelste Dunkelheit. Magie festigen. Wiederherstellen Stärke. Festigen Stärke. Das ist sehr schön. Ein wertvolles Amulett. Ring der Wunden. Ach nein. Stahlfunkenschwert auch nicht. So, ich möchte die Quest nicht irgendwie abbrechen, mit denen zum Feind machen, oder? Ach, wir haben davor gespeichert. Ein Dremora Fürst. Und wir haben ja jetzt wieder Seelensteine. Mist. Aber wir haben doch gerade eben diesen schönen Stärketrank erhalten. Den ich jetzt suchen werde. Und trinken werde. Da. Für 8 Sekunden. Keine Seele gefangen? Schade. Zwergenstreitkolben. Okay. Nochmal Orkstärke. Wulfengras Schugarts. Ah, diese ständige Pein. Ah, lass mich in Frieden. Ich sieche und muss den Schmerz alleine dulden. Oh, das habt ihr gut ausgedacht, Winter. Ich werde es mir überlegen. Ich bin Wulfengras Schugarts, Krieger. Ja, ich habe Aschkrebs. Seht euch mein Gesicht an. Meine Hände. Darum bleiben die anderen fern von mir fern. Und ihr solltet dies auch tun, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Sie sagen, dass es meine Krankheit sei, die mich verärgert. Narren. Seid auch ihr hier, um mich zu verspotten? Ihr seid in einem beklagenswerten Zustand. Ich werde euch heilen. Gut, macht, was ihr wollt. Ich werde einen Zauber nutzen. Ich habe diesen Trank, den ich euch anbieten kann. Ich danke euch. Das ist eine Frau? Oh. Woher soll ich wissen, dass das kein Gift ist? Der Tod wäre eine Befreiung. Und solltet ihr mich töten, so wird mein Geist eure Seele zerfleischen. Nachdem meine Brüder euch das Herz herausgeschnitten haben. Und dann trinkt sie ihn. Lebt wohl. Ich habe Wulfengras Schugarts geheilt. Danke, dass ihr mich geheilt habt, Winter. An eurer Stelle würde ich zusehen, dass ich hier herauskomme. Ja, ich fühle mich schon besser. Ihr solltet besser gehen, bevor meine Freunde sehen, dass ihr hier seid. Krankheit ist weg. Kann ich nicht mehr anklicken. Und deine Freunde, die sind ich schon tot. Wirklich geehrt. Wie darf ich euch helfen?
Jetzt machen wir Rückkehr. Ich will ja nicht den ganzen Weg nochmal gehen. Mögest du auf warmem Sand wandeln. So, legen wir mal unser ganzes Zeug ab. So, und jetzt muss ich mich entscheiden, wenn ich die Aufnahme jetzt dann gleich oder gebe ich die Quest noch schnell ab und beende sie wieder in Aldrun. Ich will schon noch gerne befördert werden. Das wäre cool. Befördert werden ist immer cool. Grüße an meinen Freund. So, dann haben wir ein paar Leuchtmittel. Moment mal. Habe ich die gesamte Zeit den Sehnstein Skelettfest mit mir herumgetragen? Na toll. Nein, das Skelettfürst. Keine Ahnung. Achso, der hatte von vornherein wahrscheinlich schon eine Seele. Deswegen konnte ich die Seele auch von dem Demora-Fürst nicht fangen. Naja. Ich brauche wieder einen Dietrich. Viele sind es nicht mehr. Dann habe ich hier noch ein paar Gewänder. Und das war's. Ja, dann gehen wir noch schnell. Aber ich möchte auch noch schnell rasten. Nicht, dass ich das bis zur nächsten Aufnahme dann vergessen habe. Das wäre blöd. Drei Punkte. Bitte für Sotas Gnade reichen. Sehr schön. Wir haben 97 Punkte Zerstörung. Das ist voll geil. Einen Sonic. Also nächste Woche schaffen wir es locker bis 99 und vielleicht sogar bis 100. Behaupte ich. Halt anderes. Richtung. Ich habe doch gerade auf einem Siebeninventor geklickt. Ich habe das Klickgeräusch gehört. Boah, das regt mich so auf. So, ich werde wieder die Magiergilde nutzen. Das kriege ich zwar nicht so oft Zerstörung wieder, aber egal. Muzera. Nein, nicht Muzera. Eure Aufmerksamkeit ehrt mich. Seid willkommen. Worüber sollen wir sprechen? Darüber, dass ich nach Aldrun möchte. So, und dann von hier aus zum Tempel. Seid willkommen. Worüber sollen wir sprechen? Wollt ihr? Über nichts. Ich möchte mit dir nicht reden. Eure Gesellschaft ist mir sehr angenehm. Ja, natürlich. Jetzt ist wieder ein Peststurm da. Natürlich. Vorhin war so schönes Wetter und jetzt ist ein Peststurm da. Und wir gehen auch natürlich genau in die Richtung des Peststurms.
Lol. Das sieht ja lustig aus. Die Schatten wird irgendwie von Stufe zu Stufe kopiert. So, gehen wir in den Tempel, da sind wir sicher. Ist der Fleischgewordene von euch bestraft worden? Elvedron wird für seine Fehler bezahlen. Aber ich bin froh, dass ihr ihn nicht getötet habt. Bitte nehmt diese Heiltränke als Belohnung für eure Weisheit in dieser Angelegenheit an. Seid ihr für weitere Aufgaben bereit? Dreimal exklusiver Genesungstrank dem Inventar hinzugefügt. Tools Wählen hat mir dafür gedankt, dass ich den falschen Fleischgewordenen aufgehalten habe. So, Beförderung. Eure Talente sind bemerkenswert, aber einige zweifeln an der Tiefe eurer Hingabe. Übernehmt mehr Aufgaben für den Tempel und ihr werdet schon bald belohnt. Habt ihr Mitleid für Bulfim Grashugatz gezeigt? Ihr habt Bulfim Grashugatz geheilt und Mitleid bewiesen. Dieses Buch könnte euch interessieren. Es enthält eine wichtige Lektion für die Vergeltung von Mitleid. Konntet ihr den Trank bewahren? Ja, ich habe ihn hier. Nein, ich musste ihn benutzen. Schade, aber sein Einsatz hat eine edle Handlung herbeigeführt. Gut gemacht, Winner. Seid ihr bereit für weitere Aufgaben? Benitas vier Verehrer. Hört sich ja lustig an. Tools Valen hat mir für die Heilung von Bulfim Grashugatz gedankt. Beförderung. Ach man, schon wieder keine Beförderung. Um euren Glauben zu beweisen, müsst ihr die Pilgerreise nach Margan unternehmen. Was? Geht zum Schrein in Margan. Lest die Inschrift im Fels und ahmt Vivex Handlungen nach. Wenn ihr Probleme habt, sprecht mit dem Priester. Er wird euch helfen. Tools Valen möchte, dass ich die Pilgerreise nach Margan unternehme. Ich soll dort in Margan in den Tempelschrein gehen und die Gedenktafel lesen, auf der beschrieben wird, wie Vivek Merunes Dagon verspottet hat. Es ist ein Segen für mich. Machen wir mal. Margan, ich glaube, da kann ich von hier aus reisen, oder? Mit dem Schlittschreiter. Ich hoffe es. Wäre auch noch schnell erledigt. Okay. Boah, diese Ziege. Wenn wenigstens irgendwo so ein Monster wäre, das man finden könnte. Aber nein. Margan, vier Draken nur. Wo wollt ihr auch hin? Auch Beststürme. Tempel. Au, Akrobatik auf 58 Punkte. Das ist das mutigste Tempel. Nein, der Schrein. Kommt aber wohl aufs Gleiche hinaus. Magischer Fels von Margan. Und wo ist die Inschrift? Möge ich mich eurer Gesellschaft als würdig erweisen. Hier hielt Merunes Dagon diesen Felsen hoch über die Dunmeer. Vivek verspottete Merunes Dagon, sodass er den Fels auf Vivek statt auf die Dunmeer schleuderte. Okay, und jetzt? Wollt ihr die Segnung des Tempels? Ja. Wünscht ihr die Segnung des Tribunals? Ja. Nun geht's. Steht still. Margan Segnung und 25 Punkte Angriff. Cool. Zuflucht 75 Punkte. Auch cool. Noch irgendwas? Nein. Anhedra. Ich bin Anhedra. Wenn ihr ein Pilger seid, lest die Inschrift auf dem dämlichen Felsen. Die Treffer spotten. Eure Drohungen sind so schwach wie euer Fleisch, Sterblicher. Macht nur weiter so mit euren Beleidigungen, Sterblicher. Ich kann es kaum erwarten, mich an eurem Markt zu laben.
Ha, schöne Worte von einem, der dem falschen Ende seines Gua entsprang. Wenn ich euch getötet habe, werde ich eure Leiche schänden. Habt keine Angst, ich werde sanft sein. Lebt wohl. Greift mich jetzt an. Anhedra, getötet. War ja einfach. Ich hätte den Dithrim nur vorher sehen sollen. Ich verspottete den Dremora am Schrein von Margan und er griff mich an. Reisen wir zurück. Das war ja einfach. Wo ist der Schlittschreiter? Da! Ups. Ich war schon draußen. Ups. Na, zum Glück musste ich nicht ganz außen rumrennen. Zurück nach Aldrun. 4 Draken. Immer noch Peststurm. Naja. Hoffentlich bekommen wir jetzt eine Beförderung. Würde mich zumindest freuen, wenn wir endlich mal... Ich meine, das ist das erste Mal, dass wir richtig Aufgaben für den Tempel machen können. Und es würde mich sehr freuen, wenn wir da jetzt noch ein paar Beförderungen abstauben könnten. Ich meine, die Aufgaben in Wirk, ich weiß nicht, ob die für den Tempel gegolten haben. Befördert sind wir, glaube ich, nicht worden, oder? Keine Ahnung. Habt ihr die Pilgerreise nach Margan abgeschlossen? Ihr habt die Pilgerreise nach Margan gemacht? Es klingt, als ob ihr Anhedra gut behandelt habt. Da ihr jetzt eine weitere Lektion Vivex gelernt habt, nehmt bitte dieses Buch als Geschenk an. Der Todesstoß für Abernanit. Okay, danke. Tools WLAN hat mich dafür gelobt, wie ich mit der Dremora Anhedra fertig geworden bin. Ihr habt die Anerkennung der des Tempels, Winder. Ihr seid nun Kurator. Yeah! Ruf zwar nicht erhöht, aber wir sind Kurator. Nächster Rang ist der Jünger. Charisma und Intelligenz auf 32, das haben wir. Eine Fertigkeit mit 60 und 20. Mit 60 hätten wir Alchemie und mit 20 haben wir Wiederherstellung und Mystik zum Beispiel. Es ist ein Segen für mich, euch dienen zu dürfen. Oh, und jetzt dürfen wir ausbilden. Einmal schleichen geht nicht. Akrobatik geht. 59 Punkte. 60 Punkte. Das war irgendwie falsch. Nahkampf. 26 Punkte. Mach ich nochmal. So. Das war jetzt. Dann war das. Ach, egal. Was? Können wir nochmal befördert werden? Nein, leider nicht. Okay. Dann. Egal. Haben wir halt einmal zu viel geskillt. Aber jetzt mache ich dann Schluss. Morgen machen wir hier weiter mit mehr Aufgaben. Ciao!